HTC Magic, das zweite Gerät auf Android-Basis von HTC. Das erste war das G1, das im Moment bei T-Mobile vertrieben wird. Das wird exklusiv für Vodafone vertrieben, das Magic. So wie wir es im Moment hier sehen, ist es noch nicht ganz final. Es werden hier unten noch weitere Knöpfe hinkommen. Ansonsten ist das Gehäuse, so wie wir es hier sehen, endgültig. Auch die Softwareversion, die jetzt hier drauf ist, ist noch nicht ganz final, aber trotz allem kann man es eigentlich schon sehr schön bedienen. Der klassische dreigeteilte Desktop. Wichtig, der Android Market natürlich, die runterziehbar war für jede Art von Messages. Und ja, ansonsten Instant Messaging Kalender, wie auch immer. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich muss sagen.